Ja, liebe Zuschauer, hier möchte ich mal meine Filmreihe über die Reise im Norden unterbrechen. Ich habe ja auch noch eine Großfamilie, da könnt ihr euch bestimmt noch dran erinnern, die haben auch Hunger. Und dieser Film ist jetzt für die Großfamilie, der kommt mal so zwischendurch, okay? Ansonsten guckt euch weiterhin meine Filme an. Es kommen noch eine gute Filme, die euch interessieren, besonders für diejenigen, die in diese Region im Isan und Rayong fahren wollen. Bis gleich. Hallo liebe Zuschauer, heute steht die Großfamilie auf meinem Programm. Ich bin ja vor einigen paar Tagen aus dem Isan zurückgekommen, habe einige private Probleme gehabt. Hier oben kann ich ja mal verlinken mit meinem Nachbarn. Das hat mir also ziemlich viel Zeit geraubt. Und ja, Oma steht natürlich auch auf dem Programm. Aber bei Oma ist es ja so, dass ich eine Dolmetscherin brauche und das ist die Joy. Außerdem, mein Wagen ist noch nicht hundertprozentig repariert. Der hat also noch etwas mit der Klimaanlage. Da muss also vorne der Kühlerventilator ausgetauscht werden. Also da möchte ich nicht große Strecken fahren. So. Heute werde ich die Großfamilie mit den 10 Kindern besuchen. Die sollen Essen bekommen. Ich gehe davon aus, ich war ja letztes Mal vor über 2 Monaten da. Wir waren ja 2 Monate auf Tour im Norden, kann ich hier oben auch mal verlinken. Aber jetzt sehe ich erstmal zum Volker ein leckeres Mettbrötchen essen, um mich zu stärken. Und dann fahre ich zu Marco und dann kaufe ich das, was ich normalerweise auch immer gekauft habe mit Pitti. Und heute bekommen sie dann auch mal Bargeld, ausnahmsweise eigentlich, weil ich davon ausgehe, dass sie noch andere Dinge brauchen, die ich gar nicht kenne. Ich kann ja nur die Grundnahrungsstoffe, Reis und Soßen und Waschpulver und sowas kaufen. Aber die benötigen wahrscheinlich auch noch andere Dinge. Und ja, dann werde ich sie heute damit überraschen. Ich werde euch mitnehmen. Ich kann leider nicht mit denen großartig kommunizieren. Aber die werden dann schon verstehen, dass da was Gutes hinter ist. Und Dankeschön für eure Spende. Beim letzten Aufruf ist wieder einiges dazugekommen, dass ich also für die nächste Zeit denen wieder helfen kann, auch Oma. Okay, jetzt geht es erstmal zum Mettbrötchen. Ja, hier sind wir beim Volker in Menam. Unschwer zu erkennen. Da ist ein Maskottchen. Und ich sehe, da hinten kommt er. Guten Morgen an alle. Wann habe ich gleich keinen Einkauf für Käsekuchen und so weiter? Ja. Ein Mettbrötchen, eine Hälfte nur, wie immer. Ich komme nachher nochmal zurück. Okay. Ja, vor vielen Monaten, wie er hier das Geschäft geöffnet hat, ist mir der Gedanke gekommen, ja, wo sind denn Mettbrötchen? Kleine Erinnerung an Deutschland. Und dann hat er sich schlau gemacht, also mit dem Mett war ja kein Problem, aber das Problem war eben halt die Brötchen dazu. Und ich glaube, er sagte, über einen italienischen Bäcker hat er jetzt die richtigen Brötchen dazu und die sind super lecker. Bin ich mal gespannt, wenn er gleich kommt. Das war ein super leckeres Mettbrötchen vom Volker hier in Menam und bin gut gestärkt. Und jetzt geht es ab zum Makro. Da werde ich so ungefähr 100 Kilo Reis kaufen. Das sind ja schließlich 12 Köpfe, die da ernährt werden müssen. Und noch andere Dinge. Aber ihr werdet ja dabei sein. Ja, wir haben hier auf Koh Samui 2 Makros. Ich fahre jetzt hier nach Shabeng und wir haben noch einen in Lamai. Beide sind etwa gleich groß. Da bekommt man also Lebensmittel, Verbrauchsartikel, die man so im Haushalt benötigt. Ist gut ausgestattet, auch mit Fleischwaren, alles sehr frisch. So, das ist direkt hier hinter dem Toyota-Verkäufer. So, da sind wir schon. Und da werde ich dann jetzt
genügend Lebensmittel und Verbrauchsartikel kaufen, dass sie erstmal keine Probleme haben. Und dann sehen wir weiter. Und in den nächsten Tagen werde ich dann auch noch die Oma anfahren mit der Joy. Das muss ich noch klären, weil da brauche ich unbedingt einen Dolmetscher. Weil die Oma, die möchte sich gerne unterhalten. Und Pitti ist ja im Moment noch bei ihrem Sohn in Isan. Ja, und ich möchte auch weiterhin die Joy dabei haben, weil die Joy ja auch Deutsch sprechen kann. Und die kann den direkt übersetzen. Dann ist das also auch einfacher für mich. So, jetzt gehen wir rein. Der Wagen ist voll, mehr geht nicht mehr. 100 Kilo Reis, alles das, was man so braucht. Auch ein paar Leckereien für die Kinder. Ich habe diesmal auch Frischfleisch, Füßchen, das essen die gerne aus dem Isan, und Hähnchenschenkel gekauft. Ja, und jetzt fahren wir mal zur Großfamilie, mal gucken, was sie denn sagen. Ja, das hat mich gerade an der Kasse umgehauen. Ich hatte ja mit 10.000 Baht gerechnet, die ich abgehoben hatte. Das, was hinter mir liegt, ist von 9.000 Baht. So, da bleiben noch 1.000 Baht Cash übrig für die Familie. Da muss er damit klarkommen. Ja, und mein kleines Auto, das kommt mir bekannt vor von unserer Reise. Da geht nicht mehr viel. So, jetzt geht es auf den kürzesten Weg zu der Familie, weil ich ja auch Frischfleisch dabei habe. Die werden bestimmt staunen. Die haben nämlich nicht mit mir gerechnet. Ja, wer dieser Großfamilie, ich sagte schon mal 10 Kinder, wie die Orgel pfeifen, 2 sind in der Laufe der Zeit auch gestorben, auch etwas Gutes tun will, hier Paintball, das ist also das mit den Farbkugeln, kann man hier schießen, das ist die Straße, sie soll 1 von Menam Richtung Lamai, und direkt hinter diesem Paintball Area, da ist ein Feldweg, und da müssen wir jetzt rein. Hoffentlich ist es gut. Nein, da war zu früh. War das letzte Mal vor über 2 Monaten hier. Manchmal ist die Straße hier sehr, sehr schlecht, und ich bin jetzt hinten ganz tief gelegen. Oh, oh, haben wir schon aufgesetzt, aber macht nichts. So, das ist jetzt die Straße zu der Familie. Das sieht ja bescheiden aus da hinten. Aber das schaffen wir schon. Mein kleiner Suzuki. So ist auch ein Grund, den Wagen zu waschen. So, dann geht es hier rechts rein. Und dann schauen wir doch mal. Sabadikap. Ja, so sehen freudige Gesichter aus. Ol. Ja, ich muss sagen, die Familie, die bettelt nicht. Wenn die also in Not ist, dann kommt die zu mir. Und die haben dann immer irgendwie Obst oder sowas, was sie im Wald gefunden haben, was man essen kann. Ob es Pilze sind, kommen sie dann. Und ja, und dann weiß ich immer, hallo, die haben nichts mehr zu essen. Und dann entweder gebe ich mal kurz, wenn es schnell gehen muss, Geld. Ansonsten gibt es also hier Lebensmittel. Ja, wir haben gerade gemeinsam ein Foto gemacht, und die sind also aus dem Häuschen. Also jetzt haben sie die nächste Zeit keine Probleme mehr, über Essen nachzudenken. Wie gesagt, 100 Kilo Reis habe ich dabei, Mama Sup, viele Kartons, Frischfleisch, auch Obst habe ich diesmal mitgebracht. Hier sieht man, 12-köpfige Familie braucht viel. Für diejenigen, die es nicht wissen, die leben ja selber auf einer Müllkippe. Das war ja mal ein Bestandteil meiner Filmreihe. Die gucken da nicht groß nach. Die leben mit den Tieren, mit den Haustieren zusammen. Und hier schlafen die. Da schläft gerade eine.
Ich glaube, wir müssen mal ein paar Matratzen kaufen das nächste Mal. Und da hinten, wo die Hühner dazwischen sind, da ist die Küche. Ja, hier so leben die. Die letzte große Investition, die wir durch die Spenden gemacht haben, das war ja die Waschmaschine. Die wird auch benutzt, aber ist alles ein bisschen schmuddelig. Die Tiere, die hier sind, die werden verkauft auf dem Markt, damit sie auch Geld haben. Jetzt muss ich mal gucken, ob sie wirklich alles rausgeholt haben. Da werden die jungen Männer stark. Ein Teil haben sie vergessen. Hier. Okay. Ja, hier möchte ich mich verabschieden. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich habe noch ein paar tausend Baht auf dem Konto. Da werde ich jetzt die nächste Zeit mit auskommen. Aber ich glaube, jetzt für die nächsten 3-4 Wochen haben sie erstmal genug. Und wenn ich noch mal was brauchen sollte, wenn hier Not am Mann ist, dann werde ich mich melden. Ja, gerade ist schon der Wunsch gekommen, das Dach ist eingebrochen. Da werde ich denen jetzt die 1000 Baht geben. Da können sie sich da ein Wellblech noch mal kaufen, um das abzudichten. Dahinter schlafen ja die Kinder. Ich gebe dir 1000 Baht. Kannst du das damit reparieren? Hier. Du? Ja, jetzt wurde mir gerade gesagt, also mit 1000 Baht kommen sie nicht aus, um das zu reparieren. Da gebe ich ja 2000 Baht. Okay, gut. Okay. Übrigens, der Roller ist nicht von denen. Da ist gerade ein Gast da. Das ist nämlich ein ganz neuer. Hallo. Ja, das Dach sieht ein bisschen desolat aus. Okay, sie erklärt gerade, also für das Ganze hier braucht sie die 2000 Baht. Okay, Kapunkap. Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr was Gutes getan habt? Dann kommt das auch von Herzen. Mir hat es also gut getan, mit eurem Geld hier zu helfen. Diese Menschen, die sind in einer Sackgasse. Und die werden da auch nicht rauskommen, auch die Kinder nicht. Die schulischen Qualifikationen, sage ich mal, reichen nicht aus, um später mal einen vernünftigen Job zu finden. Die werden auch wieder Tagelöhner sein, wie alle. Die verdienen ihr Geld, indem sie also hier in den Busch reingehen und Sachen finden, die man essen kann, beziehungsweise die werden dann auf dem Markt verkauft und da bekommen sie Geld. Ja, und hier hatte ich ja schon mal das ist auch eine Müllkippe, ja, das stimmt, und da wird hier verbrannt, ist ganz normal, sind also Kokosnüsse gesammelt worden und die werden dann getrocknet und dann verkaufen sie die. Ich muss also sagen, sie sind sehr erfinderisch, um irgendwie weiter zu existieren und die haben immer ein Lächeln auf den Lippen.